Die Atmosphäre bei Midwald ist richtig cool, weil wir uns untereinander echt gut verstehen. Man hat nicht das Gefühl, dass Vorgesetzte weit von einem weg sind, sondern man kann sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Im Kundenservice lerne ich unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Darauf kann man schon stolz sein. Möchtest du Teil von Midwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Wir sind zurück mit einem Duell, was aufgrund der Regionaltöpfe wahrscheinlich eines der am wenigsten entferntesten Duelle ist, was die Geografie angeht. Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund treffen aufeinander. Bielefeld ist in den Topf Nordost gerutscht, während Borussia Dortmund zusammen mit Köln, mit Schalke im Team West unterwegs ist. Zwei Mannschaften mit Auftaktsiegen treffen hier aufeinander. Arminia Bielefeld gewann seine Partie mit 1:0 gegen Werder Bremen. Borussia Dortmund besiegte Nürnberg mit 3:1. Hier schauen wir nochmal in die Wiederholung. War es ein Foul? Boah, der Ball war mit im Spiel. War es eine Grätsche? Egal, spielentscheidend war es nicht, von daher abhaken. Sagen wir mal diskutabel, dieser Pfiff. Der Freeway Cup, auch wenn wir die Möglichkeiten jetzt hätten, läuft natürlich ohne Videobeweis ab. Dann haben wir das Trainerteam Arminia Bielefeld und dann der Herr mit dem wenigen Haupthaar. Ist Peter Slavov, 41 Jahre alt, A-Lizenzinhaber, ist Bulgare, ist ein Urgestein bei Arminia Bielefeld. Seit 2005 ist er bereits bei der Arminia und wie man sieht, hat er keinen Funken Leidenschaft verloren für seine Truppe. Wo wir gerade Bielefelds Nummer 6 gesehen haben, Jermaine Konzbruch, Nationalspieler, ist man sehr stolz bei der Arminia. Und da haben wir Müller, der natürlich nach wie vor topfit ist, hier unterwegs ist, Autogramme verteilt, die Kids bespaßt. Einer der großen Stars natürlich bei den Kleinsten hier beim Turnier. Sehr emsig unterwegs und 2 Tage mit Vollgas dabei. Und Dortmund baut, wie schon im ersten Spiel, mit dem fliegenden Torhüter auf. Haben 3 Spieler, die ständig rotieren, die ganz viel in Bewegung sind, um dann die Räume zu schaffen. Eine der variableren Mannschaften. Da ist ein bisschen Behandlung gefragt. Eisbrecht geht immer auf der Bank bei Arminia Bielefeld. Fallrückzieher in den Lauf gelegt. Aber dann doch entspannt geklärt. Fast die Abrahmmöglichkeit für Bielefelds. Tommaso Samartano. Jetzt Dortmund im Gegenangriff. In den freien Raum gespielt. Ist auch ein Unterschied. Viele Mannschaften spielen bisher immer in den Mann. Der BVB versucht immer wieder in freie Räume zu spielen. Das ist quasi der Ballempfänger da reinläuft, wo der Ball hingeht. Das ist dann wesentlich schwerer zu verteidigen, als immer dieses in den Mann reinspielen. Der weite Ball wieder geklärt. Herr Müller mittlerweile auf der Tribüne unterwegs. Ist auf der Suche nach einem Sitzplatz. Es ist voll besetzt.
Deswegen nicht ganz einfach und ist natürlich überall, wo er auftaucht. Die Begeisterung groß. Spiel schnell gemacht, jetzt mal in die Spitze. Möglichkeit für Arminia Bielefeld. Guter Schussversuch. Und klasse pariert. Da bleibt ein Spieler beim BV bei Arminia liegen. Und Zusammenprall in der Bande. Bei der Landung scheint er sich da wehgetan zu haben. Physiotherapeutin schon auf dem Sprung, ob sie eingreifen muss. Ja, jetzt müssen Boden touren. Dann zurück. Schönes Bild hier eingefangen. Geht auch so weiter. Alles heile geblieben. Schussversuch. Wieder rüber. Beim BVB der Wechsel. Da füllt sich gerade das Kontingent wieder. Klasse, da rausgespielt und vollendet. 1:0 für den BVB. Jetzt sehen wir es nochmal. Klasse rausgespielt, Ball verarbeitet. Kurze Eck. Eine Mini-Lücke war da, das hat er klasse gesehen. Wahre Pakia. Top-Torjäger der Borussen, im ersten Spiel auch schon getroffen. Hat uns richtig Spaß gemacht da. Die Nummer 11 beim BVB. Das gerade war richtig gut gemacht. Diesen Minispalt im kurzen Eck gesehen und den Ball ganz gewollt in diesem Bereich abgeschlossen. Kufur war das auf Leon Klusmann. Wieder Kufur. Nationalspieler auf Abruf, Lloyd Kufur. Ball jetzt abgelegt. Etwas unsauber, da hätten sie die Überzahl nutzen können, weil Bielefeld Druck auf den Torwart gemacht hat. Da mit einem flachen, sauberen Ball wenn sie garantiert in die Überzahlsituation gegangen. Immer wieder die Variante. Jetzt mit Tempo reindribbeln, um das zu nutzen. Ja, das ist noch nicht optimal gelöst und gespielt. Kufu wieder im Luftduell. Sehr souverän. Bielefeld wechselt. Oh, Ball liegt. 4 Sekunden laufen, aber das kriegen sie noch in der Zeit hin. Immer wieder die Kommandos von Peter Slavov. Sehr engagiert dabei. Der Makita gar nicht rüber, aber er kriegt den Abpraller. Also er sticht schon raus. Wahre Pakia. Sind wir sehr gespannt, was der uns hier noch alles präsentieren wird. Könnte einer der Spieler des Turniers werden. Auch Live-Scores und so weiter, alles abrufbar im Markt auf Live-Score zu erreichen über die Homepage fürwcup.de. Smartphone, Tablet, Laptop, alles möglich. Hier die Trainerbank von Borussia Dortmund engagiert bei der Sache. Nächste Chance für den BVB. Auch Bielefeld jetzt mit dem fliegenden Torwart. Jetzt ist das Tor leer, aber das hat ein bisschen lange gedauert. Das macht er dann aber gut und macht es alleine. Das war ein gutes Überzahlverhalten. Vollendet von Hetemi. Rilling Hetemi. Gab es links und rechts die Option. Aber weil die Halbseiten abgedeckt wurden, war es genau die richtige Entscheidung, dann selber abzuschließen. Haben wir gerade noch mal gesehen in der Wiederholung. 2:0 BVB, 3 Minuten vor dem Ende. Es riecht nach Traumstart für die Borussen. Aber noch ist Bielefeld hier nicht geschlagen. Ist der Versuch. Jetzt mal freigespielt, aber dann sehr aufmerksam von Leon Klusmann. Insgesamt der BVB, wie schon im ersten Spiel, defensiv sehr engagiert. Jetzt nochmal das nächste Dribbling von Lamine Touray.
gute Einzelspieler, gutes Defensivkollektiv. Der BVB auf jeden Fall vielversprechend unterwegs. Das ist der Nationalspieler ans Außennetz. Jermaine Konsbruch. Ja, gerade in La Manga unterwegs gewesen in Spanien. Da haben wir ihn nochmal groß im Bild. Der amtierende Nationalspieler. 4 Länderspiele für die U16 mittlerweile absolviert. Bielefelds Nummer 6. Da hat er wieder den Ball. Der Stallpass. Hauptet da wieder. 2 Dortmunder in Ballnähe. Aber da kommt es hoch mit dem nächsten Versuch. Knapp gescheitert. 1,5 Minuten. So, Bielefeld müsste jetzt langsam treffen, wenn das hier nochmal spannend werden soll. Da die Ablage und der Schussversuch über den Kasten. Nächster Versuch geblockt. Immer noch nicht unmöglich. Aber wie gesagt, sie müssen jetzt langsam einnetzen, die Arminen. Wenn sie ungeschlagen bleiben wollen. Ah, da war noch ein Fuß dazwischen. Lamin Turay da entscheidend gestört. Das war wieder eine klasse Mitnahme. Klasse Drehung. Das hätte ein Tor verdient gehabt. Kelvin Minevic. Letzte Spielminute. 46 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Schussversuch und das wär's doch jetzt. Das ist es doch. Reguläres Tor. Jermaine Konsbruch. 1:2. Und wir haben noch 41 Sekunden zu spielen. Der Nationalspieler für Arminia Bielefeld. So, wie geht Dortmund jetzt damit um? Werden sie nervös? Werden sie hektisch? Gibt es nochmal die Chance für Arminia Bielefeld? Jetzt gibt es die Chance für den BVB. Unkonventionell gehalten mit der Hacke. Und dann auf der Linie geklärt. So, letzte Möglichkeit. 20 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Bielefeld wird noch zu einem Abschluss kommen, oder? Weiter Ball. Die haben jetzt den 5. Feldspieler im Tor, wie wir hier sehen. Torwarttrikot, Handschuhe sind gar nicht mehr an. Weiter Ball. Tiefer Ball. Kopfball aber in die Arme von Leon Klusmann. 5 Sekunden auf der Uhr. Wenn er es jetzt clever macht, dürfte nichts mehr anbrennen. Er macht's clever. Borussia Dortmund gewinnt sein 2. Spiel mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld. 6 Punkte Start für den BVB.